Ja, willkommen zurück. The Forest. Clooney ist hier am Start. Und wir haben unser erstes Baumhäuschen fertiggestellt. Wir wollen jetzt natürlich noch das zweite Baumhäuschen fertigstellen, was dort oben sich befindet, dass wir dann von beiden Seiten so einen kleinen Überblick haben. Dass wir den Gegnern immer, sag ich mal, so einen kleinen Schritt voraus sind. Ob das vielleicht Sinn macht oder sowas, keine Ahnung. Aber ich werde da mal raufgehen. Mir fällt gerade an, ich war in der letzten Folge gar nicht da drauf. Das will ich mal machen. Wie geht denn das jetzt? E, und dann muss ich nach oben. Alles klar, wunderbar, klasse. Ich hoffe, die Gegner kriegen sowas nicht angezeigt. Cool. Das heißt, ich kann hier richtig schön schauen. Geil. Und das Gute ist, ich kann von hier mit dem Bogen auch schießen. Das heißt, ich brauche jetzt immer ziemlich viel Pfeilzeug. Kann ich mir hier oben dann auch jetzt noch eine kleine. Kann ich hier schlafen? Ah ja, da kann ich speichern. Perfekt. Dann kann ich hier oben ja auch ein Feuer bauen, richtig? Oder falsch? Dann könnte ich hier ein Fire Pit bauen. So, was müsste ich doch hier bauen können, oder nicht? Hier müssen wir gleich runterfallen. Nee, kann ich nicht. Na gut, das wäre ja auch zu schön gewesen. Geil. Gefällt mir richtig. Kann ich denn hier oben noch was anderes hinbauen? Irgendwie so ein. Ja, was braucht man denn hier oben? Irgendwie ein ja, Lagerhaus oder irgendwie sowas? So, was hier? Medizin, Snackbar, Explosive Holder, Weapon Rack. Ach, guck mal, ich kann hier auch Fenster reinbauen, ne? Wall with Windows. Das wäre gar nicht mal so schlecht, wenn ich sowas da jetzt da vorne reinbauen könnte. Noch eine Wand vor der Wand, sozusagen. Und hey, das ist eigentlich sogar die Idee, eine Wand vor der Wand. Dann habe ich da Fenster drin. Und dann kann ich aus diesen Fenstern rausballern. Geil, cool. Nicht schlecht, nice. Gut, okay. So viel dazu. Ich habe jetzt Hunger. So, dann kann ich was essen. Was gibt es denn heute? Ich habe ja noch irgendwie was getrocknetes Fleisch. Das werde ich mir nochmal eben zum Munde führen. Also das funktioniert definitiv auch. Ja, cool. Zählt ja auch doppelt, das ist ja klasse. Irgendwas pfeift da. Irgendwas pfeift da. Gut, was ich immer gerne mache, sind immer diese Standing Fire hier. Ich weiß jetzt nicht, wie die genau heißen. Diese. Doch, Standing Fire heißen die, genau. Das liebe ich nämlich, weil das ist nämlich immer so eine kleine Basis, wo man schnell hinlaufen kann und sich verkrümeln kann. Also für die Schisser unter euch. Es ist gut, wenn man weiß, dass dort Eingeborene sind irgendwo und man aber nicht rechtzeitig wegkommt, dass man dann solche Feuer sozusagen baut. Gut, wir werden aber jetzt hier weitermachen. Wir haben mal eine Mission zu erfüllen. Ja. Gut, da vorne sind wir. Los geht's. Ja, einiges abzuholzen. Wieder ein Test. Ich gucke nach da. Der müsste jetzt eigentlich nach da hinten fallen. Oder nach links oder nach rechts. Ne? Aber der dürfte eigentlich nie zu mir fallen. So, ich bin mal gespannt. Okay. Das ist schon mal richtig.
Perfekt, wunderbar. Perfekt. Heidi, hi, bum. Ja, schwer ist ein Holz voller Leben. Vor allen Dingen kriegt man da einen Hunger. Oh. Und Superkräfte haben wir. Ja. Haben wir schon 9. Muss ich gucken, dass ich hier auch keine Scheiße mache. Der Baum, der ist sicherlich überflüssig. Den kann ich dann auch weg. Nicht ganz so optimal. Hä, wo ist denn der jetzt? Was ist denn die Talle jetzt hin? Oh, da. 1, 2. Sofort. Wo sind denn die restlichen Teile hin? Also irgendwas ist hier gerade schief gelaufen. Wo sind denn die Bäume jetzt hin? Okay. Ich drücke jetzt einfach mal immer hier. Ach, jetzt habe ich natürlich immer mal ein bisschen. Also ich hätte wetten können, dass hier eigentlich normalerweise. Naja, gut, okay, jetzt nichts. Ja, was machen, wo machen wir jetzt weiter? Wie viel brauche ich denn überhaupt noch? Ich brauche jetzt 35 brauche ich insgesamt und 11 Stück habe ich. Das heißt, der sieht so komisch aus, der Baum hier. So. Baum fällt. Oh, 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 Scheiße. Bitte nicht. Komm, 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 komm. Sauber. Einen habe ich. Zwei habe ich gerettet. Super. Oh, ich dachte, da kommen die gerade. So, den nächsten. Jetzt muss ich mal so ein bisschen darauf achten, dass ich auch kein Baum fälle, der irgendwie doch noch benötigt wird. Machen wir da so ein kleines System. Also die hier ist ein doppelter Baum. Ich vermute mal, den dicken brauche ich denn nicht. Boah, ich habe keine Energie mehr. Jetzt wird es natürlich witzig, wenn die jetzt kommen würden. Ich kann nicht mehr rennen. Kann noch nicht mal mehr zuschlagen. Das heißt, Zeit für einen Energy-Riegel. Das Gute ist, hier vorne ist das Flugzeug. Da sind noch einige Koffer, die noch nicht geöffnet worden sind. Also, oh nein, das ist total die falsche Richtung. Bitte nicht. Oh, 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 oh. Oh, komm. Und 1. Oh. Könnte ich im Zirkus auftreten, wa? Und nebenbei nehme ich noch Steine auf. So, 1. Wo ist das nächste? Da ist das nächste. 2. So, 19 von 35 haben wir schon. Das ist doch super. Das heißt, wenn ich jetzt einen Tick noch einen Zahn zulege, aber erstmal muss ich mich kurz ausruhen. Und dann trinke ich noch einen Schluck, weil es bestimmt gleich wieder anfängt zu regnen.
Komm rein, wieso komme ich da immer so schlecht rein hier? Kurz einen Schluck trinken. Zack. Und ein bisschen ausruhen. Und dann geht es nämlich gleich weiter und dann machen wir nämlich so schnell wie möglich die nächsten. Okay? Naja gut, ich muss noch ein bisschen mehr, ich muss ein bisschen mehr ausgeruht sein. Definitiv. So, das reicht. Sonst setze ich Speck an. Irgendwas pfeift auch immer, aber gut. Ich weiß nicht genau, was es ist, aber ist egal. Ich habe hier meine Überlebensfackel. Die ist wirklich verdammt wichtig. Und ich setze jetzt... Das ist ein kahler Baum. Ich werde jetzt weiter in den Wald reingehen. Und werde den jetzt nicht mehr krallen. Und wenn er jetzt einigermaßen gut fällt, dann werde ich mir auch gleich noch den zweiten Baum fällen. Fallen, sage ich hier schon. So, komm schon. Eins, jetzt kommt der hier noch dran. Oh. Hat es mich erwischt? Ne, ich hoffe nicht. Was ist denn hier? Ach, ein Stick. So. Scheiße, habe ich ihn jetzt abbekommen oder was? Oh Mann, das ist aber auch ein Lappen da. Ich glaube, den habe ich abbekommen. Es wird langsam dunkel, das heißt, ich werde jetzt noch die restliche Ware, die ich hier habe, so nenne ich das jetzt einfach mal, verbauen. So, dass nachts nicht mehr so viel rumblinkt hier. So dürften das nicht mehr sein. Hier ist noch einer. So, da haben wir jetzt 28. Guck mal, wenn wir in den nächsten... Am nächsten Morgen sind wir definitiv fertig. Das heißt, ich werde jetzt einfach nochmal ganz kackfrech, wie ich bin, den Baum hier nochmal fällen. Obwohl, das schaffen tue ich das, glaube ich, nicht. Aber gut, was soll's. Probieren wir es einfach mal aus. Ich habe mal eine kleine Lampe da vorne. Gut, dann mal schnell hinter. Diese vier wollte ich nämlich noch machen. So, dann habe ich hier schon mal zwei. Hä, hatte ich die hier nicht gefällt? Ne, da unten. Da habe ich ja schon Knick in der Linse. Da ist der andere. Okay, ich bin entdeckt worden. Okay, oh, ich habe richtig Gänsehaut, Jungs. Glaub mir. Oder glaub mir nicht. Da hinten sind sie. Oh. Okay, sie sind auf jeden Fall da und es wird jetzt hier ziemlich spannend. Da hinten laufen diese Fackelfischer. Gut, ich riskiere, jetzt bin ich hier schon falsch. Ich will es nicht riskieren, ich gehe jetzt einfach rein und beobachte das einfach mal von oben. Da hinten laufen sie. Das da hinten ist meine Lampe. Okay, die gehen zu diesem heiligen Baum. Das heißt, sie haben ihre Route wieder entdeckt. Und das ist auch gut so. Okay, das heißt für mich, ich kann mich wieder aufs Ohr hauen. Natürlich speichern wir wieder vorher. Gute Nacht und ich genehmige mir einen kleinen Schluck. Prost. So möchte ich nicht geweckt werden. Wir hätten diesen komischen Wecker angestellt. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie immer eine Festung sind. Nein, sind sie. Oh, was habe ich hier? Oh. Gut, das Licht bin ich.
Okay, da ganz hinten laufen sie. Okay, super, da hinten habe ich sie gesehen. Sieht zwar immer ein bisschen bescheuert aus, wie ich das mache, aber glaub immer, das bringt ein bisschen was. Also definitiv da hinten sind sie, wo ich jetzt gerade hinschaue. Joa. Das heißt, sie hatten mich gerade besucht gehabt hier vorne. Ja, ich würde aber jetzt noch gerne schnell das fertig gebaut haben hier. Damit wir unsere nächsten Projekte mal besprechen können. Ja. Dann würde ich mich aber nochmal hinhauen. Dass wir hier schönen Tag haben. Immer noch kein Tag. Meine Herren. Ja. Das Doofe ist natürlich jetzt. Jetzt weiß ich nicht, wo die sind. Ob die hier irgendwie noch mit ihrer komischen Hose hier rumlaufen. Ah, ich glaube, geht die Sonne auf. Na, wäre nice. Wirklich. Gut, nochmal einen Schluck trinken. Da. Oh, oh, ich habe Wasserknappheit. Das kann nicht angehen, oder? Haben die mir das weggesoffen alles, oder was ist jetzt hier los? Okay. Was ist denn nun los? Gut, ich kann noch zur Not. Ich habe 4 Wasserbottiche und keiner von denen hat noch einen Tropfen Wasser. Okay. Da muss ich mir draußen noch so ein Wasserteil da bauen. Ich würde mal kurz gucken, habe ich noch einen Schildkrötenpanzer? Da habe ich doch sogar noch einen. Ja geil, dann brauche ich mir doch noch einen. Jo, und rein, das mache ich aber drin. Weil ich brauche, wenn ja auch drin Wasser und nicht draußen, ne? Das brauche ich mir ganz hier hinten hin. Genau, hier hinten braucht das sowieso keiner. So, ein Water Collector. Water Collector. Water Collector. Wo haben wir den Water Collector? Was ist denn hier? Water Collector. Da haben wir doch den Water Collector. So. Der strahlt im ganzen Glanz. Aber kein Wasser drin. Okay. Das ist ja echt Wahnsinn. Oder das, was heißt Wahnsinn, dass ich da kein Wasser drin habe? Scheiße ist das. Gut. Habt ihr gesehen, wie schnell ich laufen kann? Deswegen bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass mir hier jetzt momentan nichts passiert. Patrouillen laufen jetzt definitiv hier rum. Das haben wir jetzt gelernt. Und ja, wir sollen jetzt zusehen, dass wir hier definitiv mit dem Bauen fertig werden. Dann mache ich jetzt erstmal den hier. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bäume ich brauchte. Oder Baumstämme ich noch brauche. Das waren aber nicht mehr viele. Das heißt, wir werden jetzt noch diese zwei Bäume fällen. Und dann müsste ich, glaube ich, reichlich haben. Oh, Doos. Junge, ich habe Doos. Doos. Clooney hat Doos. So viele Water Collector oder Water Collector, nee, Wasser Collector. Komm. So. Lauf, 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 lauf. Ist zwar kein Gegner jetzt oder sowas, aber ich will das schaffen noch. Schaffen. Ach, wir brauchen nur noch einen Baumstamm. Easy. Easy. So, was machen wir denn mit dem Rest? Ja. Cooles Teil. Jetzt haben wir hier das nächste gebaut. Jetzt bauen wir uns hier kurz einen Lockholder. Den bauen wir uns hier vorne hin. Weil das finde ich ja sonst Schwachsinn, dass ich mir jetzt einfach
Nochmal Lock holen, wo habe ich das denn nochmal? Storage, unter Storage muss ich. Oh, das hasse ich ja, ne? Also das hasse ich nur wirklich, wenn das jetzt hier so. Ne, Lock Sled? Nein, ich will keinen Lock Sled bauen. Lock Holder. Da, Lock Holder, da. Zack. Da komm, hier waren noch 1000 Dinger. Wenn du was suchst, dann findest du das wieder nicht, ja? Da, vor die Füße. Vor die Füße. Joa. 3 Stück noch. 3 Stück. 3 Stück, sagt der Mäuse. 3 Stück. Ja komm, wo sind die Dinger, wenn man die braucht? Da, 1, 2, 3, 4, oder was war das? Da ist noch welche. Ne, ist ein Pilz, den esse ich jetzt nicht. So. Oh, erstmal zu Ende schnell bauen. Baue ich mal schnell mit einer Hand. Und jetzt geht's rein damit. Zack. So, da hinten sind noch welche. Boah, Alter, ist meine Energie wieder aber ganz schön knapp hier. Wo habe ich denn die anderen gelassen? Zack. Das wird ganz schön knapp hier, die Geschichte. Das sag ich dir aber doch. Das sag ich dir, du. Das sag ich dir, du. Das wird eine ganz knappe Geschichte. Eine ganz, ganz knappe Geschichte. So, das ist, glaube ich, der letzte. Nee, hier, siehst du, denkst du. Das war der letzte aber. Und jetzt geht's zurück. Müsste das Lock, der Lockholder auch voll sein. Und jetzt mache ich mir erstmal schön was zu essen. Dann trinke ich nochmal was. Jetzt riechen es hier gerade schön. Sauber. Jetzt geht's ab. Nach Hause. Wie schnell man sich doch an irgendwas gewöhnt. Ne? Jetzt ist das hier mein Zuhause. Ja, sauber. Siehst du, getrunken, voll, da habe ich kein Bedürfnis mehr. Das ist nämlich mal das getrocknete Fleisch hier. Sauber. Guck mal, da ist immer noch was. Das ist ja echt genial. So. Und jetzt werde ich mich wieder nicht aufs Ohr hauen, sondern jetzt werde ich mal schön speichern. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Clooney. Bye, bye.